Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. Wir sind noch mit Elise und Felix im Urlaub in den Bergen, haben hier im letzten Part gerade die heilenden Quellen da, was weiß ich, sanften Quellen, tralala besucht. Ihr seht's ja, sind gerade noch was am Essen. Die Elise ist schon massiert worden, deswegen ist die total fit. Das heißt, wir wollen jetzt doch vielleicht den lieben Manuel, Felix, ach Gott, jetzt komme ich wieder durcheinander, den lieben Felix auch mal massieren lassen, weil das doch irgendwie Sinn macht. Der ist nämlich müde und das ist ja schade. Jetzt ist nämlich hier gerade ein bisschen was los und ja, vielleicht können wir dann mit den beiden noch ein bisschen länger hier bleiben und sie gucken gerade, was die da so machen. Was machst du? Fangen, spielen? Du lernst die Begrüßung so nie. Hast du den Wunsch noch? Na, bei ihr ist egal. Gut, dann geh du erstmal mit dem Typen da fangen, spielen, liebe Elise. Dein Mann lässt sich derweil ein bisschen massieren. Ja. Und du, hinterhältiger Scharlatan, das ist aber nicht der Volkstanz hier. Was machst du da? Du lässt uns schön in Ruhe, ne? Ja, wie war's das jetzt mit Fangen spielen? Okay, geh erstmal auf Toilette, genau. Bruder. Aha! Jawohl, so geht das. Mhm. Und dann hat sie noch das, den Wunsch nach einem Foto. Ja, können wir mal wieder machen dann. Ach, ist das herrlich. Du könntest es auch einfach mal hinsetzen, was lesen. Ah, guck mal, da hinten sitzen Leute. Komm, dann gehst du da nochmal mitmachen. Das ist noch eine gute Idee. Geh so lang dein... Ah, oder du könntest hier mit dem Typen... Oder warte. Mach doch noch mal beim Volkstanz erst mit. Da ist auch gerade lustig. Das ist nämlich auch gerade schön. Wir mögen das doch. Und da ist der Scharlatan. Der guckt schon ganz interessiert. Oh, ein neues Opfer. Haben wir Elise als neues Opfer? Wie ist das? Ja, komm, mach mit. Kann man den auch? Nee, den kann man nur, was ist sehenswert, fragen. Warum machst du nicht mit? Komm, wenn du nicht mitmachst, dann verschwinde da. Wir wollen tanzen. Wir mögen das. Oh, er findet die Elise aber schön. Da kommen ja die Herzchen. Bist du denn nett zu uns? Oder willst du uns trotzdem ausrauben? Ja, ja. Ja, Glückwunsch. So, jetzt haben sie es beide gelernt. Das ist super. Und bist du jetzt auch so fit? Ja, ziemlich. Also dann komm, dann machst du hier auch noch ein bisschen mit. Dann tanzen wir alle. Das ist herrlich. Das ist super. Genau. Geh, komm, mitmachen hier. Nee, 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 nee. Nicht von dem Typen da anquatschen lassen. Würdest du jetzt mal bitte hier mitmachen? Ah! Geh hier hin. So. Ich mag das, wenn ihr alle so schön synchron da rumhopst. Ja, ist einfach schön. Das ist genial, was ihr da treibt. Yeah. Und auf die Knie, genau. Ja, jetzt ist er aus dem Takt gekommen, die Emma Kowalski. Kowalski, da kenne ich doch irgendwie was. Egal. So, okay, ihr beiden habt jetzt genug da rumgezappelt. Ihr dürft noch mal eine Runde in die... Da, genau. Hier ist nämlich auch noch schön. Da sitzen sogar schon Leute drinnen. Da kann man sich einfach noch mal dazu packen und dann ist auch schon bald frühester Morgen. Also wir haben schon 3.55 Uhr. Die erste Nacht ist quasi rum. Und wir waren nicht im Bett, nein. Alte Leute gehen nachts nicht schlafen. Alte Leute machen lieber Mittagsschläfchen und gehen nachts auf die Walz. So sieht's aus, ne? Ja. Ich bin ein bisschen... Ja, ja, ja. Ja, ich muss das wissen. Ich bin auch am älter werden. Ach, nee. Ah, da kommen sie den Berg hochgekrabbelt. Ja, komm. Und ab damit. Nochmal richtig schön. Dürfen wir hier mit rein? Gott, wie die drei gucken hier synchron. Wie, die will auch noch hier rein. Was hat,
Komm, Felix, du auch, du auch. Komm, du passt da noch hin. Jetzt wird Felix angestarrt, aber da gucken nur die Mädels. Guck, guck, guck. Ja. So ist das. Ach, ist das herrlich. Gucke mal da. Das schauen wir uns nochmal in der schönen Ansicht an. Die da. Och, dann haben wir aber den blöden Baum im Weg. Den blöden Baum kriege ich auch nie weg. Das ist doof. Nö. Ohne Baum. Oh, und noch jemand. Meine Güte, hier ist ja richtig was los. Die Silvana ist da. Der Alois ist da. Die Käthe und Sarah. Und da kommt noch jemand. Emma. Ja, genau, Emma. Ja, die sind jetzt alle fertig getanzt und die wollen alle. Wow. Jetzt liegen wir schon zu siebt in diesem Ding. Ist das nicht genial, hä? Moira haben wir. Young. Kowalski, Young, ich glaube, die beiden gehören zusammen. Oh, jetzt gehen sie alle raus. Ach, gut. Okay, gehen wir auch. Komm. Genug. Alle Mann raus. Und dann würde ich sagen, nach Hause gehen. Komm. Es wird Zeit. Es war ein schöner Ausflug. Es hat Spaß gemacht und zieht ihr euch vielleicht vorher noch um? Nee. Okay. Ja, scheint ja warm genug zu sein. Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung. Ey, konnte ich jetzt nicht halten. Echt, ey. Aber ja, ich fand das toll. Also wir haben den ersten Tag im Urlaub rum. Und haben schon verdammt viel erlebt. Also wir hatten einen Ausflug, der super gut gegangen ist mit meiner Entscheidung. Bei den Körperpunkt gekriegt haben. Wir haben schon den Volkstanz gelernt. Wir haben eine neue Massagetechnik gelernt. Wir waren da in den heißen Quellen baden. Also alles perfekt. Ich finde es, ja. Es ist voll schön. So, was habt ihr denn jetzt so an Wünschen? Unterhalten. Sie will was? Unterhalten. Was will sie? Sims wollen unterhalten werden. Möchtest du, dass dein Sim einen anderen Sim unterhält? Klicke auf den anderen Sim, wähle einen der Interaktionen des Unterhalten-Menüs. Ach so. Hat aber jetzt nichts mit Witz erzählen und so zu tun. Ja. Okay, gut. Dann noch mal gucken hier. Du willst irgendwen unterhalten. Moment. Klicke auf deinen Sim. Egal, wir unterhalten unseren Mann jetzt mal mit dem Breakdance-Einlage. Was will der denn überhaupt? Ah, der will mit Elise tanzen, Elise den Rücken kraulen und auch unterhalten. Ja gut, dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Und dann geht's nämlich langsam auch ins Bettchen. Ja. Ja, dann mal zusammen tanzen. Und was war es noch? Rückenkraulen, ne? Ja, jetzt ist sie weg. Reden und unterhalten. Uhu. Reden. Ach, das war herrlich heute. Wir reden mal über das Hobby Musik und Tanz. Ja, das passt ja gerade so schön. Und dann unterhalten wir sie auch mal mit einem Breakdance. Zeigen, das können wir auch. Ne? Was du da machst, das kann ich auch. Aber wir müssen ja echt hier mal ein paar Wünsche erfüllen. Das ist ja so lange hängen geblieben. Hatte ich ihm nicht noch einen anderen Wunsch? Ja, ist egal. So, und dann würde ich sagen, ihr zwei Turteltäubchen. Ja, genau. Das ist. Ja, dann flirte mal mit ihr. Wie wäre es denn mit einem schönen Ständchen? Und dann würde ich sagen, ist Zeit für zum Entspannen gehen. Oh ja. Oh, ist das nicht schön? Mädel, mach mit. Komm. Das ist quasi eure Hochzeitsreise, eure verspätete. Genau, die hatten ja damals keine. Und guck, es wird hell und die beiden verschwinden im Bett. So muss das gehen. Genau so und nicht anders. Ja, und macht jetzt aber bitte da draußen nicht so viel Krach. Wir wollen zwei ein bisschen noch ein bisschen Haja machen, ne? Und überhaupt, und tralala. Ja, Elise, du musst auf die andere Seite. Das funktioniert sonst nicht.
Ja, wir haben morgens 7, weil wer steht um 7 Uhr morgens auf, wenn er im Urlaub ist, ja? Also, das ist dann eher mal die Zeit, wo man ins Bett geht. So geht das. Und dann, ach, oh, herrlich, Wumschmusen und Dichtelmächteln und überhaupt. Geht so Und durch. tralala. Oh, ich sehe eben gerade, hier ist ja ein Hirsch auf dem Bett. Also, da ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, ey. Cool. Schick aus. So ein Hirsch. Die Tapete gefällt mir. Ja. Oh, zieh euch an, die Süßen. So, dann dürfen sie erstmal wieder eine Runde Haier machen. Schöne Musik. Hey, das passt sogar einigermaßen. Ah, stimmt, es spult ja auch gerade. Ich wollte gerade sagen, es sah ja richtig rhythmisch aus, was die da tanzen. So, mein Kaffee getrunken. Ja, und wenn du auschecken möchtest, musst du das vor 12 Uhr mittags tun. Nee, wir bleiben noch einen Tag. Das ist in Ordnung. So. Aber wir müssen mal wieder die Zeit verlangsamen und du gehst bitte direkt benutzen. Und Elise ist auch gleich wach und darf das nach dir benutzen. Ja, und wenn du dann fertig bist, wir haben gerade keinen großartigen Hunger, dann könntest du für die Hygiene mal da reinhopsen. Genau. Dann kann man mal gucken, wer hier so alles abgestiegen ist oder hier seine Zeit genießt. Und ja, dann machen wir jetzt mal ein bisschen langsam. Wir wollen ja bestimmt auch nochmal einen Ausflug machen, denke ich mir. Das hat doch bestimmt, irgendwer will doch bestimmt noch einen Ausflug machen, oder? Ja, egal. Wir machen auf jeden Fall noch einen Ausflug. Ob ihr das jetzt wollt oder nicht, ist was anderes. So, Mäuschen, jetzt kannst du auch aufstehen und auch auf Toilette gehen. Komm. Auf Toilette gehen und anschließend der Hygiene wegen mitmachen. Und dann überlegen wir uns, was wir vielleicht eventuell heute für einen Ausflug starten. Ah, hi, was denkst du an unseren Felix, Sandra Blümel? Niklas Blümel haben wir da, Willi Blümel, also hier ist die ganze Familie Blümel abgestiegen, so wie es aussieht. Da haben wir Tamara Kaltenbach, Alex Kaltenbach, also die sind hier sehr viel mit Familie, ja klar, okay, wir heißen ja auch beide Müller, also in der Pärchen oder Familien oder Geschwister oder weiß der Geier, alles hier unterwegs, ne? Mhm. Wen lernst du eigentlich gerade alles so kennen? Ich muss doch mal gucken hier. Den Niklas noch 0, das ist der mit der komischen Frisur. Ei, guck mal, die Tamara schon auf 14, gucke da. Ja, oh, wir müssen uns hier mal wieder um unsere lieben Nachbarn kümmern. Und ja, also die WG aus der Studentenzeit geht noch. Die Titania ist ein bisschen am Absinken hier. Die Regina hat er neu als Freundin. Oh, guck mal, diesen Hannes. Ja, mit dem wollte er sich ja anfreunden. Genau, das war das. Ach, guck mal. Und weil er sich so brav um Melissa gekümmert hat, hat er die auch schon 19. Ja, cool. Und da, ach Gott, die Roxy, ey, kennen wir die überhaupt noch? Ja, gut. Also auf jeden Fall sehr interessant. Ach, du kannst nicht mehr hier rein, ist voll. Ja, so eine Frechheit. Warte mal, da müssen wir was anderes machen. Nee, du machst kein Bett. Dafür ist das Zimmermädchen zuständig. Du kannst mal, ja, was macht denn jetzt die liebe Elisa? Die könnte doch mal hier mit den Leuten ein bisschen quatschen. Da Elisabeth Schreiber, Marlon Walter oder hier mit dem Günther Walter mitmachen. Oh, mach mal mit dem mit. Komm, das ist vielleicht ganz witzig, was der da treibt. Keine Ahnung, da ist Sandra Blümel. Und da ist Katie Young. Die Youngs, die wissen, wie das geht mit der Begrüßung. Und allem. Mhm. Ja, ist doch schön. So, jetzt wollte ich mal gucken, ob irgendjemand von euch den Wunsch nach einem Ausflug hat. Du gerade nicht. Dein Mann auch nicht unbedingt, ne? Ja, gut, okay.
Aber da sollten wir bald mal gucken. Ja, und so macht mal jeder was anderes. Der eine sitzt in der Wanne und die andere sitzt da vorm Kamin und unterhält sich mit dem alten Mann. So, und da der jetzt weggeht, das ist nämlich mehr als blöd, würde ich sagen, gehen wir hier und buchen den nächsten Ausflug. Halt. Kriegen wir jetzt auch ein Brustklopfen? Ja! Aha! Begrüßen, Brustklopfen. Okay, nochmal. Du machst das noch nicht richtig, Mädel. Auf. Das sieht einfach so komisch aus. Komm, geh einen Ausflug buchen. Wir gehen die Natur beobachten. Ach ja. So, genau. Wir wollen heute die Natur beobachten gehen. Das passt gut. Ist ja noch früh am Tag, 16 Uhr irgendwas. Der Ausflug auf der Natur auf der Spur führt dich in die lokale Fauna und Flora und wird deinem Körper einiges abverlangen. Er kostet 300 pro Sim. Buh, das kostet Geld. Aber okay, wir machen den trotzdem. Wir wollen ja hier was erleben. Wir wollen ja auch schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen und dann... Ah, ist schon da. So, geh mal... Felix, kommst du bitte mal aus dem Wasser raus? Oh, er müsste sich abkühlen. Hilfe, hoffentlich kriegt er mir jetzt keinen Herzinfarkt. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Na gut, ich hoffe, während der Fahrt kann er wieder abkühlen. Komm, auf jetzt, Junge. Mache, beeile dich und ich will den Ausflug hier hinter mich kriegen. Weil es dann auch schon fast wieder Zeit zum Speichern ist. Ach ja, also dieses Gästehaus da finde ich absolut genial. Es ist gediegen, es ist gemütlich, es hat alles, was man dringend braucht. Und man kann wirklich sagen, zum Übernachten reicht es völlig. Und der Zimmerservice ist gut, soweit ich das bis jetzt beobachten konnte. Mhm. So, was haben wir denn da? Während der Expeditionsleiter auf der Suche nach Bären ist, bemerken die unerschrockenen Abenteurer in einem Gebüsch neben dem Weg einen geheimnisvollen schwarzen Koffer. Oh, sie wollen ihn natürlich so schnell wie möglich öffnen. Aber wie? Sollen sie das Schloss mit einem Stein aufschlagen oder den Koffer von einem hohen Baum fallen lassen? Ja, das sind immer hier diese tricky Fragen. Ich gehe jetzt mit meiner ganz persönlichen Logik daran, wenn ich erst auf den Baum kraxeln muss, um einen Koffer runterzuschmeißen, der dann weiß der Geier, wo landet, kaputt geht, alles verstreut oder auch gar nicht offen ist, irgendwem auf den Kopf fällt oder so, nee, dann probiere ich doch eben, der liegt ja schon auf dem Boden, schnapp mir einen schönen Stein und guck, ob ich so das Schloss aufkriege. Wäre logisch, oder? Also, meiner Meinung nach. Deswegen, wir versuchen das Schloss aufzuschlagen. Als sie das Schloss mit dem Stein treffen, hören sie ein lautes Tickgeräusch. Oh oh. Sofort werfen sie den Koffer in den nahegelegenen Fluss, wo er dann auch schon mit einem gewaltigen Knall explodiert. Jeder verliert einen Logikpunkt. Ha, 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 ich lach mich tot. Also entschuldige mal, wenn ich einen Koffer mit der Bombe vom Baum schmeiß, explodiert er erst recht. Und dann hätte man nicht mehr die Zeit gehabt, ihn irgendwie neuen Fluss zu verfrachten. Man hätte ja erstmal vom Baum runterkommen müssen. Also das ist ein bisschen unlogisch. Aber okay, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben schön, warum willst du duschen? Keine Ahnung, egal. Du gehst lieber mal nicht duschen, du gehst lieber mal da ein Getränk nehmen. Du bist nämlich immer noch erhitzt. Nee, nicht Hände waschen, was mache ich denn? Getränk holen, so. Du bist nämlich noch erhitzt, Junge. Und die liebe Elise, ja, die kann sich mal kurz da hinsetzen, weil ich sowieso jetzt, ja, genau. Weil ich jetzt nämlich Schluss mache und abspeichere, weil das muss ich jetzt machen, wenn ich mit den beiden wieder irgendwo hin möchte, wo sie was essen können und so, kann ich wieder nicht speichern. Hallo, du solltest was trinken. Geh und trink mal was.
Ja, sorry, ich bin gleich raus, junger Mann. Ich brauche aber dringend was zu trinken. Komm, Felix, kannst du mit deinem Getränk auch, ja, genau. Und dann machst du hier mal mit. Mit Elise oder so. Komm, dann quatscht ihr beiden mal ein bisschen. Reden hat noch nie geschadet. Da, was könnt ihr denn noch über Interessen? Genau, ihr könnt über Interessen plaudern. Ihr könnt euch mal unterhalten, einen Insiderwitz erzählen und, und. Und wie gesagt, während die das dann gleich bald demnächst machen, mache ich jetzt hier den Break. Und wenn wir dann wieder zurück sind bei den beiden, denke ich, wird es auch noch einen schönen Ausflug geben, vielleicht ins Sägewerk oder mal gucken. Vielleicht machen wir auch ein Date draus, muss ich mal sehen. Aber auf jeden Fall, hier kann ich speichern. Das ist gut, deswegen bleiben wir noch ein bisschen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß bis jetzt dran an dem schönen Urlaub. Und ich muss sagen, mir gefällt er total. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Urlaubstag wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.